Gleich vorneweg, das erste Video war Mist, deshalb nochmal neu. Ich sagte, ich habe die Effizienzen verschiedener TWR berechnet. Das stimmt nicht, ich habe nämlich den Prozentsatz des Schubreglers verändert und die Veränderung des TWR war nur ein Nebeneffekt. Jedenfalls habe ich es jetzt geändert und hier ist die verbesserte Version. Willkommen zurück zu SFS Analytics. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie sehr sich der Schub des Schubreglers auf die Effizienz einer Rakete auswirkt. Dabei verändert sich auch das Schubmasseverhältnis. Zuerst mal müssen wir klären, was das Schubmasseverhältnis ist. Das Schubmasseverhältnis oder auch TWR bezeichnet die Beschleunigung beim Start einer Rakete und ist im Baumodus am unteren Bildschirmrand erkennbar. Dabei sollte das Verhältnis bei über 1 liegen, damit die Rakete überhaupt erst starten kann. Doch bevor wir mit dem Testen beginnen, werden wir etwas klarstellen müssen. Erstens, wir benutzen für den Versuch durchgehend dieselbe Rakete. Wir verändern den Schub des Schubreglers. Zweitens, wir messen den restlichen Treibstoff in der zweiten Stufe der Rakete, um daraus die Effizienz zu erschließen. Ich habe zwei verschiedene Raketen gebaut, klein und groß. Sie haben ein Schubmasseverhältnis von 2,0. Ich habe sie immer und immer wieder in einen Erdorbit gebracht und den Schubregler immer um 5% verringert. Bei jedem Test habe ich den restlichen Prozentsatz an Treibstoff notiert. Nach einigen Stunden an Tests hatte ich dann endlich alle Daten zusammen. Und das ist mein Ergebnis. Ihr könnt klar den Kurvenverlauf erkennen. Die Steigung flacht immer mehr ab. Das heißt, dass die Effizienz immer weniger zunimmt. Ihr könnt aber auch die Unterschiede zwischen den beiden Raketen sehen. Es lohnt sich also, den Schubregler beim Aufstieg auf 100% zu lassen, um die höchste Effizienz zu erreichen. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.